So Leute, da sind wir beim nächsten Deck Tag und ja, ich habe schon wieder Artefakt Deck für euch. Ich schwöre euch, das nächste wird kein Artefakt Deck und es wird nicht blau oder blau-schwarz. Dementsprechend gucken wir uns heute mal einen New Contender an, der als einer der besten Decks post-Banning bezeichnet wird, und zwar Eightcast. Eightcast ist ein Deck, das Basics Rent. Zwei Inseln. Ja, wir spielen zwei Insel. Dann haben wir, wie oft bei diesen Artefakt-Decks, vier Endstups. Tappen für zwei farblose Mana, wir kriegen zwei Schadenspunkte. Fast Mana ist Key. Das sagt relativ viel über das Deck aus. Genau wie viermal Ursas Saga. Ja, Ursas Saga, ich weiß. Sie kommt mit einer Marke ins Spiel, macht da Tappen für ein farbloses. Zwei Mana tappen, man kriegt ein Construct. Mit diesem Graduate kriegt plus 1 für das Artefakt, was man kontrolliert. Und man kann das Ding bei der dritten Marke opfern, beziehungsweise es wird geopfert. Und man besucht dein Deck dann einem Artefakt, was genau 1 oder genau 0 kostet. Und dann mischt man sein Deck. Ja, das ist Ursas Saga. Dann fehlen noch ein paar Länder. Spielen wir also noch 4 Seed of the Synod. Ein Artefaktland, tappen für blaues. Und ich würde sagen, 14 Länder. 14 Länder reichen. 14 Länder ist mehr als genug für so ein Deck. Nice, oder? Dann spielen wir mehr Mana-Quellen, weil wir brauchen ja mehr als 14 Mana-Quellen. Aber 14 Länder sind okay. Wir haben 4 Moxopale. Dieses kleine Ding macht Mana, wenn wir genug Artefakte haben und ist damit ein Mox, ein ziemlich mächtiger Mox. Dann haben wir den kleinen Black Lotus. Lotus Petal. Tappen, opfern für ein Mana ist halt im Endeffekt schlechter Moxopal Nummer 5 bis 8. Und nochmal eine Nummer schlechter, auch ein schlechteres Black Lotus Ding. 2 Lion's Eye Diamond, 0 Mana Artefakt. Wir können das Ding tappen, opfern, unsere Hand abwerfen und wir kriegen 3 Mana beliebiger Farbe. Das ist wichtig für eine Kombination, die wir in diesem Deck spielen. Ansonsten mehr 0 Mana Artefakte. Ebenfalls 0 Mana Artefakte. 4 Ursas Bubble. Eine sehr strange Karte. 0 Mana Artefakt, tappen, opfern. Wir können uns die Handkarte vom Gegner angucken. Random. Und nächsten Abgeb dürfen wir eine Karte ziehen. Wir können sogar das Ding aktivieren, wenn der Gegner keine Handkarten hat. Die Ursa kommt natürlich nicht allein. Die Ursas Bubble. Wir spielen noch 4 Mirror's Bubble. Alles 0 Mana Dinger. Das ist schon krass. 0 Mana Artefakt, tappen, opfern. Wir gucken uns die oberste Karte von einem Deck, von einem Spieler unserer Wahl an. Und zum nächsten Upkeep ziehen wir eine Karte. Und ja, das war es endlich mal mit 0 Mana. Schieben es mal beiseite. Jetzt kommen wir mit anderen Mana-Kosten um die Ecke. Weiterhin bei Artefakten. Wir spielen 4 Chalice of the Void. Das natürlich mit so viel schnellem Mana können wir ganz schnell Chalice auf 1 setzen und können den Gegner ein bisschen aus dem Spiel locken. Chalice of 2 ist mit Hidden Deck auch ziemlich gut und ziemlich möglich und dementsprechend 1 und 2 können wir easy peasy machen und dementsprechend 4 Stück. Sehr, sehr gut als Disruption. Dann haben wir etwas, was sich oftmals mit dem Chalice beißt. Wir spielen eine Retro für der Foundry. Klar, ich meine, sie ist super stark, man kann sie tappen für Servos, man kann Servos opfern für Topter, man kann Topter opfern für Konstrukte, ist halt hier mit Ursas Saga raussuchbar und deshalb sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Und wenn man die auf der Hand hat und Chalice liegen, dann ist das doof, aber dann sucht man sich halt einen Shadow Spear raus. Einmal Artefakt Ausrüstung, für 2 Mana ausrüsten, die ausgerüstete Kreatur kriegt Trampel und Lifelink und für 1 Mana können wir eben Hexproof und Zerstörbarkeit wegnehmen, das interessiert nicht. Es geht nur um das plus 1 plus 1 und Trampel, das machen wir an die Konstrukte und hauen ordentlich zu. Oder wie gesagt, wenn wir den auf der Hand haben, nehmen wir halt die Retro und bauen uns halt coole Viecher. Das war's in Artefakten, also eine ganze Menge 0 Mana Artefakte und Stuff. Zumindest an Non-Creature Artefakt. Wir haben nämlich noch eine Creature Artefakt drin. Eine der namensgebenden Karten, Thought Monitor. 7 Mana, 2/2 Affinität zu Artefakten, das heißt, der kostet 1 Mana weniger für das Artefakt, was wir kontrollieren. Fliegend, um in ein Spiel kommen, ziehen wir 2 Karten. Thought Monitor ist eine Kreatur, die zu der Karte Thought Cast gehört, zu der kommen wir auch gleich, und damit die namensgebende Karte. Dann haben wir 4-mal eine legendäre Kreatur, das sieht man auch selten, wenn es nicht Talia ist. Zai Master Top the Wrist. 3 Mana, 1/4, immer wenn man einen Artefaktzauber spielt, kriegt man einen Topter dabei, und für 2 Mana können wir 2 Artefakte von der Karte ziehen. Ja, wir haben eine Menge 0-Mana-Artefakte. Also wenn wir erste Runde irgendwie irgendwas spielen, Chalice of 1, zweite Runde, Sei und dann haufenweise 0-Mana-Dinger, ist das Spiel relativ schnell rum, ganz schnell. Sehr, sehr coole Karte. Dazu haben wir als nächste Kreatur Emry, Lurker of the Lock oder Loch. Ja, das ist eine Kreatur, die hat Affinität zu Artefakten und steht nicht Affinität zu Artefakten drauf.
Und sie ist halt dafür da, dass wir nicht nur 4 Karten wegwerfen, sondern auch immer wieder Artefakte aus unserem Friedhof benutzen. Bedeutet, wir können in dem Moment halt wirklich Ursas Bubble oder Mishras Bubble die ganze Zeit knacken und können die ganze Zeit echt viele Karten ziehen. Oder wir können Chalice, wenn der Gegner die zerstört hat, neu casten. Oder Shadowspear und Ritter of Feather Foundry, wenn sie halt kaputt gegangen sind oder ähnliches. Ja, 12 Kreaturen, 14 Länder. Reicht. Was braucht man mehr? Das Deck spielt super seltsame Ratios, macht aber auch unendlich viel Spaß. Dann haben wir 2 Echo of the Aeons. Diese Karte kombot mit Lion's Eye Diamond. Man hat eben einen Artefakt, wo man seine Hand abwirft und 3 Mana bekommt. Und diese Karte kostet 3 Mana im Flashback. Dementsprechend, ja, jeder Spieler mischt seine Hand in sein Deck und zieht 7 neue Karten. Bei uns heißt das, wir haben 7 neue Artefakte, die wir rausknallen können, um mit Sei mehr Topter zu machen oder mehr Thoughtcast bzw. Thought Monitors zu spielen und damit unendlich viel Karten zu ziehen. Es ist so sick, was dieses Deck an Karten zieht. Ja, daneben Thoughtcast bzw. in Deutsch Gedankenanordnung. 5 Mana Hexerei, wir ziehen 2 Karten mit Affinität zu Artefakten, also kosten Mana weniger für das Artefakt, was wir kontrollieren. Sehr, sehr stark. 1 Mana, 2 Karten ziehen. Ist nicht schlecht. Und dann haben wir 4 Wars of Will, weil wir haben eine Menge blaue Karten. Also so viel jetzt auch nicht, aber wir haben blaue Karten. Und ja, diese Karte ist, glaube ich, der Backbone of Legacy mittlerweile. Wir können eine Karte kontern, wenn wir eine blaue Karte aus der Hand abwerfen und ein Leben bezahlen. Also exilen aus der Hand. Und ja, ohne die wäre ein Kombo schon viel, viel krasser. Das ist das Deck. Hammer, oder? In noch nicht mal 6 Minuten durchgeprügelt. Gehen wir mal zum Sideboard. Weil das Sideboard ist genauso witzig, meiner Meinung nach. Wir haben erstmal 3 Force of Negation. Force of Negation hier als zusätzliche Force, also Force Nummer 5 bis 7, geht halt darum, dass wir eben problematische Karten wie eine Nullrod oder andere Sachen einfach wegkontern können. Dafür boarden wir diese Karte dann einfach rein. Ja, dann haben wir noch als ja, ganz coole Karte den Brazen Burrower. Wir brauchen hin und wieder mal noch eine weitere Kreatur als 3 Mana 3-1 Flash. Fliegende Kreatur ist nicht schlecht. Und wir können permanentes Bouncen. Dieses permanente Bouncen ist halt sehr, sehr wichtig gegen sowas wie Marit Lage oder eben Chalice auf 0 oder andere Sachen. Deshalb sehr, sehr wichtig. Ja, apropos Bouncen, ihr kennt mich, ich gehe niemals ohne Karakas aus dem Haus. Tappen für ein weißes oder tappen, wir bringen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand. Wir können damit entweder unsere eigene Kreatur beschützen oder viel, viel, viel wichtiger, wir können damit gegnerische Kreaturen auf die Hand bouncen. Wichtig. Ja, dann haben wir noch so ein kleines Package an Karten, die wir uns mit Ursas Saga aussuchen können. Wir haben die Pithy Needle, die halt eine Karte, eine aktivierte Fähigkeit von einer Karte, die wir ansagen, negiert und sagt, nee, macht ihr nicht mehr. Wir haben den Gravedigger's Cage, der einfach sagt, Kreaturen und Zauber dürfen aus Friedhöfen und Bibliotheken nicht mehr gecastet werden. Gut gegen Elfen, gut gegen Reanimator. Sehr, sehr gut. Und ein weiterer Bounce-Spell, und zwar die Aether-Spruchbombe. Ein Artefakt für einen Mana, wo wir entweder eine Karte ziehen können oder für ein blaues eine Kreatur zurück auf die Hand geben können. Auch hier gegen Emrakul, gegen Grisselbrand, gegen diese anderen fiesen Dinger. Muss einfach sein. Apropos Kreaturen, wir haben auch ein Problem mit diesem komischen Collector, Uf oder wie der heißt. Dementsprechend brauchen wir Removal, deswegen spielen wir 2 Dismember. Es gibt im Monoblau und Artefakt halt nicht so viel. Dementsprechend Dismember -5/-5 für meistens 4 Leben und ein farbloses. Manchmal kriegen wir das Schwarz auch zusammen. Ähnliches Prinzip, Engineered Explosives, ein Sunburst Artefakt, was mit X-Mana ins Spiel kommt. Gleich Anzahl der Mana, verschiedene Mana-Kosten, das bezahlt haben und dann alles zerstören mit den gleichen Mana-Kosten. Ja, also wir haben halt eigentlich im Main-Deck nur Blau, aber wir haben ja immer noch die wunderschönen Moxopale und Lotus-Petal und andere Sachen. Ja, wir können auch mehr Farben machen und halt mehr andere Sachen an Bord zerstören, aber meistens zerstören wir damit die 1. Weil den können wir auch bei dem Collector auch gar nicht benutzen für 2. Voll doof. Und dann noch 2 mal Turbo-Orb. Turbo-Orb sehr, sehr gut gegen Mono-White Death and Taxes, gut gegen Doomsday und ähnliches. Dementsprechend kann man den ruhig mal benutzen. Auch wenn das bedeutet, dass wir mit Emry keine 4 Karten mehr millen und dass der Sword Monitor keine Karten mehr zieht, was super traurig ist. Aber wenn wir diese Karte reinborden, dann ist sie wichtig genug, als dass wir sie brauchen. Ja, jetzt bin ich hier so durchgehetzt und ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Deck-Talk. Und Liebe! Ja, ich mag das Deck total. Ich mag das Deck aus dem Grund total, weil es aktuell die coolsten Artefakt-Sachen spielt, die es gibt. Die Emry-Mishra bzw. Emry-Bubble-Combo ist super konstant, um Karten zu ziehen. Schlägt jedes Midrange-Deck, schlägt sehr viele Control-Decks. Ist eine sehr coole Kombination. Dazu haben wir natürlich aktuell in aller Munde Ursas Saga, Shadowspear und Retrofitter Foundry. Das ist so broken, das war so broken, das ist so broken, das ist so gut. Wissen wir ja.
Dazu haben wir noch Thought Monitor bzw. Thoughtcast, einfach weil, ja, das ist der Kleber, der alles zusammenhält. Wir haben diese coole Interaktion, wir haben diese coole Interaktion. Nicht zu vergessen, wir haben ja auch diese coole Interaktion, die auch noch manche Spieler komplett aus dem Spiel haut. Und ja, das ist der Kleber, der das Ganze zusammenhält, dass wir die Karten ziehen. Mega, das Deck macht unendlich viel Spaß. Einfach nur die ganze Hand aufs Feld zu klatschen und sagen, ich zieh mal mich mal durch dein Deck und probiere irgendwas hinzubekommen. Das ist Affinity wie in der ersten Stunde. Und man ist nicht komplett aufgeschmissen. Man hat eben Force of Negation, man hat Force of Will, man hat Dismember, man hat Topo Op, man hat wirklich Antworten, die man dem gegnerischen Decks entgegenschmeißen kann. Gerade in der aktuellen Meta ist das wirklich sehr, sehr angenehm. Und wirklich, wirklich cool. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Dementsprechend habe ich euch das Deck jetzt mal gezeigt. Und ja, schreibt mir mal, was ihr von dem Deck haltet. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich gesehen. Ciao, ciao.